Ein paar Nazi-Soldaten stehen kurz davor, diese unschuldigen Gefangenen hinzurichten. Aber ein junger Mann bricht zusammen, noch bevor die Soldaten das Feuer eröffnen. Er versucht, tot zu spielen, aber die Nazi-Soldaten durchschauen ihn. Daniel hebt seine Hände und fleht um Gnade. Er sagt, dass er kein Jude, sondern ein Perser ist. Er holt ein Buch auf Persisch heraus, in der Hoffnung, es als Beweis für seine Identität zu verwenden. Tatsächlich ist Daniel überhaupt kein Perser und spricht auch kein Persisch. Das Buch hat er von einem anderen Gefangenen gegen Brot eingetauscht. Er wird zurück ins Konzentrationslager gebracht, um ihn zu testen. Der Hauptmann fragt ihn, wie man das Wort Mutter auf Persisch sagt. Daniel sagt ein erfundenes Wort. Der Hauptmann ist sehr misstrauisch und bittet ihn, ein paar Sätze auf Persisch zu sagen. An diesem Punkt erkennt Daniel, dass der Hauptmann überhaupt kein Persisch kann. Also beginnt er Unsinn zu erfinden. Später weist der Hauptmann Daniel an, in der Küche zu arbeiten und ihm jeden Abend Persisch beizubringen. Daniel ist vorübergehend sicher, aber wenn der Hauptmann herausfindet, dass er kein Persisch spricht, wird er sicherlich getötet werden.